Hallo meine Freunde, ich bin's wieder, euer Cooper, der Gaming-Wolf. Und heute wieder aus der Rubrik, wir messen uns mit Paluten und Luca. Und zwar in dem Video, wo ja, Paluten sich quasi misst mit Luca im Bereich Tiere anhand von Emojis erraten. Ja, ich möchte auch gar nicht so lange da um den heißen Brei sabbeln, da wollen wir den gleich mal zack. Uns an die passende Stelle begeben. So, wir sind hier oben mal wieder. Ah ne, da oben wäre glaube ich nicht so gut. Ich glaube, ich gehe lieber nach hier unten, genau. Ich hoffe, ich bin ja nicht dem guten Paluten im Weg. So, hier haben wir das Video. Kriegt natürlich erstmal ein Like. Und dann starten wir. Team Paluten. So Leute, jetzt gibt es, schaffst du es, diese Tiere zu erraten. Leute, das Video ist von der Luke. Wir machen mal auf groß. Ja, das ist von der Lu Crew. Lu Crew, schaut ja, gerne Lu vorbei. Crew. Lasst ein Like und ein Abo. Wir haben jetzt und einmal los, Luca. Die Werbung ist. Ja, also oh, da unten ist der Paluten jetzt. Jetzt gehe ich hier oben hin. Ein kleines Quiz. Ihr könnt mitraten. Mal gucken, wer das Schlauste ist. Wir machen heute ja, mal wieder ein mit Sicherheit wieder. Quiz. Allerdings geht's diesmal um Tiere. Ich bin gespannt. Ich bin sehr klug. Ja. Was ist das für ein Eisbär? Eisbär. Eisbär. Da war ich aber schneller. Das ging aber leicht. Ich war noch schneller. Wenn das alles so wird wie dieses erste Tier, dann sage ich euch mit Ansage, ich mache alles richtig. Oh, wenn das so schon losgeht, dann können wir ja jetzt schon lachen. Ja, Eisbär. Krass. Wenn Luca sagt mit Ansage alles richtig, dann wird das nichts. Clownfisch. Clownfisch. Ist, glaube ich, ein Clownfisch, also Nemo. Ja. Hast du eine Idee? Gesucht war der Clownfisch. Yeah. Clownfisch. Ich dachte mir, der heißt Clownfisch. Aber Clownfisch. Okay, auch hier richtig, würde ich sagen. Nummer 3. Welches Seepferd. Flusspferd. Bergpferd. Flusspferd. 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 Nicht Seepferd, sondern Fluss. 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 Sage, ja, genau. Ich glaube, es doch, ich glaube, Flusspferd. Gibt es heißt nicht auf Flusspferd? Nil ist ein Fluss. Hast du es erraten? Flusspferd. Es ist das Flusspferd. Ja! Was ist denn ein Flusspferd? Ein Nilpferd, du Pappnase. Ja, ich finde stark, wie ich mir mal so Ziele setze und es einfach dann nicht schaffe. Was kannst du eigentlich? Nummer 4. Erkennst du auch Ameisenbär. Ameisenbär, ja. Ameisenbär. Ganz einfach. Richtig mit Ansage, Alter. Boah, Luca, lass diese Ansagen. Irgendwie wie Spinnen, nur einen ganz kleinen, ne? Hast du es gewusst? Ja. Na, ich muss sagen, Ameisen finde ich nicht so creepy wie Spinnen. Nee, ich auch nicht. Ich finde... So, warum heißt der eigentlich Ameisenbär? Spinnen viel blöde. Guck mal, das hier ist ein Ameisenbär. Aber das wissen die meisten Leute ja schon. Hat nichts mit einem Bären zu tun. Nummer 5. Wie sieht's mit diesem Goldfisch. Medaillenfisch? Gold. Erster Platz, erster Preis. Gold. Gold. Goldfisch. Ich habe keine Ahnung. Metallfisch? Mit Ansage alles richtig, ja. Ich habe keine Ahnung. Medaillenfisch? Sage ich einfach mal. Aber... Was ist Goldfisch! Das ist Ey! Es ist natürlich der Goldfisch. Der Gold! Ja! Ich bin nicht drauf gekommen. So viel zum Thema mit Ansage, alles richtig. Wüstenrennmaus. Warte, Wüstenrennmaus. Hatte ich mal. Yeah. Ich auch, ich habe auch mal eine gehabt. Ich habe auch keinen Plan, ob es eine Wüstenrennmaus gibt. Ey, das ist schwieriger, als ich dachte. Hast du es gewusst? Oh! Deine Katze war es, Paluten. Bei mir war es noch schlimmer. Ich war über das verlängerte Wochenende mal weg, komm nach Hause und weil meine Mutter keine Lust hatte, den Käfig sauber zu machen, hat die Platzdecke um den Käfig rum mit Deo eingesprüht. Und meine arme Wüstenrennmaus ist da dran erstickt. Das war gemein. So viel Intelligenz zu Müttern. Mütter haben auch nicht immer recht und Mütter wissen auch nicht immer alles. Aber Väter auch nicht. Also merkt euch das. So, aber... Das war die Wüstenrennmaus. Ich würde sagen, Paluten hatte auch recht. So krank. Die hat einfach alle recht. Das Ding auf den Käfig aufgemacht. Mit Ansage alles richtig. Soll ich dich mal ganz kurz gegen die Vitrine werfen? Du müsstest eigentlich immer einen Shot trinken, wenn ich sage, mit Ansage alles richtig ab jetzt. Wärst du ab jetzt immer blau? Schildkröte. Schildfrosch. Alter. Kröte. Schildkröte. Frosch. Wie nennt man Frosch denn noch? Kröte. Es ist logischerweise ein Frosch. Aber Abwehrfrosch? Alter, wie groß ist euer Wortschatz? Ach, minimalistisch oder was? Ansage, Jungs! Danach scheiß ich so rein. Ich würde sagen, ganz ehrlich. Nein, Kröte. Kröte. Nein! Ja, man sagt zu einem Frosch auch Kröte. So, Cooper. Und du gehst gleich mit eine Runde schämen. Denn man sagt nicht zum Frosch auch Kröte, sondern ein Kröte ist quasi eine Froschart. Meist größer und mit Warzen bedeckt. Also. Aber du hast recht.
Kröte. Darauf hätte man auch können, weil das Emoji hätte, ne? Du weißt schon, was ich meine. Schiebt euch mal eine Runde. Meine Güte, das kann doch nicht angehen. Ich kann auch nicht jedes Mal gegen euch hier gewinnen. Boah. Könnt ihr nicht mal irgendwas besser sein als ich? Boah, bin ich scheiße. Kein Kommentar. Junge, bin ich eine Schildkröte. Aber das ist ganz cool, dass ich nicht alleine bin, weil dann bin ich nicht alleine dumm. Ich wäre eine Scheißkröte. Nummer 8. Seelöwe. Wellenlöwe. Ja, Wellenlöwe, ja. Luca. Löwe gibt's doch, oder? Wo gibt's bitte schön ein Wellenlöwe? Ich weiß nicht, ob ich ein Seelöwe. Wenn es ein Flusspferd gibt, gibt's ja auch ein Wasser. Seelöwe. Hast du es erraten? Dann. See, genau. Ja? Luca? Ich bin's klug. Ich sehe es hier oben. Du zweifelst an deinem Verstand. Als ich das erste Emoji-Pärchen gesehen habe in diesem Video, dachte ich mir wirklich, Mensch, unnormal easy. Du sollst nicht denken, sondern nachdenken. So schlecht. Waschbär. Waschbär, genau. Waschbär. Luca, bitte. Das ist Waschbär. Der... Waschbär. Waschbär. Du Waschbär. Hey, Mann, ich weiß es nicht. Wasserbär. Oh, Duschbär. Hey, das ist ein Duschkopf und ein Bär, aber es ist ja nicht der Duschkopfbär. Ich weiß es nicht. Ein Waschen. Genau. Waschen. Ich leg meine Hand dafür ins Feuer. Ich kenne dieses Tier nicht. Doch, du kennst es. Ja, und gleich fällst du dir wieder an den Kopf. Genau. Versteck dich mal unter dem Tisch. Besser ist das. Oh, nö. Ich sehe die Kommentare schon. Boah, Luca, lost. Das, ihr kennt doch jedes Kind, ja? Nee, dickes F für Luca. Welches Tier ist es diesmal? Stimmt! Leute, stinkt die neue Folge von Kott ist da. Ja, das Zieht ist euch gut. Rein, Folge 2. Wir haben dieses Mal, aber wir haben ziemlich viel, wir haben über Mädels Toilette geredet. Es stinkt ist eskaliert, hier? Es ist eine, es tut mir leid. Kottbruder.de ist auf Spotify, überall gibt es sie, wo ihr Podcasts hören könnt. Es tut mir leid, aber hört gerne mal rein in die zweite Folge. Das wäre super sweet von euch. Danke für eure Unterstützung. Ich bin scheiße und ich werde ausgelacht. Ich dachte, das ist ein Joke jetzt, oder? Hast du es erraten? Weil man es nicht hinkriegt. Der Kakadu! Oh nein! Das ich kann nicht wahr sein! Nee, Lieben, da wäre ich jetzt aber auch nicht. Aber stimmt, Kaka und du. Nasenbär. Nasenbär. Das. Nein! Echt? Okay, ich habe auch ein paar Zeichen. Ich bin genauso dumm wie ihr. Ein bisschen wenigstens. Können wir hier mal ganz kurz ein Foto von einem Nasenbären einblenden? Das Lustige ist, es bringt mir halt nie was, wenn hier ein Foto eingeblendet wird, ne? Also im Nachhinein bringt es mir schon was, weil ich halt das Foto einblende, aber jetzt gerade bringt es mir nichts. Ich gucke mal kurz, wie ein Nasenbär aussieht. Was ist denn das? Bist du drauf gekommen? Der ist doch voll süß. Hat er jetzt wirklich nach Nasenbären gegoogelt oder in den Spiegel geguckt? So, das war eine kleine Werbepause, jetzt geht's weiter. Videos. Wir sind gerade mal ein bisschen bei mehr das als der Hälfte. Ich darf noch einmal mich vertun. Wenn ich mich danach nochmal vertue, dann ist das Video direkt vorbei. Hm? Okay, also gucken wir das Video nicht bis zum Ende. Genau. Nummer 12. Wie sieht's mit diesem Schneeleopard? Schneeleopard. Ich habe genau das Bild. Das ist doch kein Tiger! Ich weiß nicht, Eistiger? Das ist ein Schneeleopard, genau. Palun hat recht, Luca. Das ist kein Tiger. Tiger sind gestreift. Schneetiger, Schneeleopard. Doch, ja, stimmt. Das hört sich auch deutlich sinnvoll an. Mann! Okay, ey, ich habe kein Leben mehr. Ich darf mich nicht mehr vertun. Ach, jetzt hat er noch ein Leben? Welches Tier ist das? Seestern. Seestern, ja. Das ist Patrick Star, a.k.a. der Seestern. Sorry, aber wenn es das ist, dann lösch mein Kanal. Geht doch. Weil das kann dann wirklich nicht sein, dass ich so reinscheiße bei diesen Videos hier. Das muss der Seestern sein. Bist du drauf gekommen? Es ist der Seestern. Aber ein Seestern, ist das ein Tier? Für mich ist ein Tier erst dann ein Tier, wenn es Augen und einen Mund und irgendwie ansatzweise ein Gehirn hat. Okay, Luca, du bist also schon mal kein Tier? Auch keine Tiere. Wusstet ihr, dass Quallen so wenig denken können? Die kannst du theoretisch in so ein Glas packen. Die würden denken, die wären im Ozean, weil die nicht so weit denken können. Die denken so, wow, voll krass hier, voll krass hier, voll krass hier. Alter, voll krass hier, voll krass hier. Die wissen ja auch nicht, wo sie hinwollen. Die werden einfach von den Wellen rumgetrieben. Ja, okay. Lass mal die Qualle. Manchmal wäre ich gerne Qualle. Nummer 14. Das ist ein Schneewolf. Und eine Schneeflocke. Wir hatten schon Schneewolf, Eiswolf. Eiswolf. Nein, Schneewolf. Schneewolf. Es ist der Polarwolf. Autsch. Ja, Polar. Polar. Das ist ein Fehler vom Spiel. Und ich hab, Luca. Du musst das Video jetzt beenden. Du bist ein Schummler. Ich einen Basketball gespielt habe auf dem Korb und dann sagt er so, wenn ich den jetzt nicht treffe, dann höre ich auf. Und dann treffe ich dann so, okay, noch ein Leben. So fühle ich mich gerade. Nee, aber Polarwolf. Siebenschläfer.
Also, das ist der Siebenschläfer. Was mir einfallen würde, ist Siebenschläfer. Aber ich könnte euch gerade nicht sagen, was ein Siebenschläfer ist. Ne? Ich weiß nicht. Das ist ein Nagetier. Oder eine Alkoholart. Warte, Sieben. Das ist ein Nagetier. Oh, hey, was sind das denn immer für komische Tiere, blöde Nagetier? Doch, kein Plan, was das ist, Alter. Die sind doch voll süß. Ich glaube aber, dann anscheinend Siebenschläfer. Also was anderes. Ich fand, das waren zwei Cuties. Kann es nicht sein. Welches hier? Gebe ich Paluten definitiv recht. Bist du drauf gekommen? Es ist der Siebenschläfer. Yes! Aber ich habe auch diesmal schon zweimal reingeschissen. Was ist das? Blutegel! Giftschlange. Nee, nicht Giftschlange. Blut. Da geht's um eine Schlange. Wurm. Blutegel. Blutegel. Ich sag, das ist die. Nicht Ekel. Egel. Boah, ich hab keinen Plan, Alter. Blutegel. Ja, Paluten, super. Boom. Ja, war sehr gut. Ein High Five für Paluten. Nummer 17. Welches Tier ist das? Seepferdchen. Hä? Das ist ein Seepferdchen, ja. Wenn das jetzt das. Ja. Das Nilpferd ist, ne? Nein, das ist das Seepferdchen. Das vorhin war Fluss. Auf die Hose klebt. Das vorhin war ein Fluss. Also, und das hier ist, das ist für See. Für das Meer, also das Seepferdchen. Luca. Ich würde sagen Nilpferd. Luca. Oh. Dann macht das Pferd doch wenigstens ein bisschen kleiner. Damit man denkt, es ist kein Pferd, sondern ein Pferd. Also, eigentlich müsste das Video jetzt schon zweimal zu Ende sein. Oh, Stachelschwein. Igelschwein. Das ist easy. Hast du es erraten? Gesucht war das Stachelschwein. Hat der gerade Igelschwein gesagt? Was ist ein... Reden wir nicht drüber. Was ist ein Igelschwein? Seehund. Das Seehund. Ist der Wasserhund. Und da bin ich mir zu 100% sicher. Ja. Oh. Luca, das machst du doch mit Absicht. Ja, das glaube ich jetzt auch schon. Wasserhund. Das war der Seehund. Also, das wäre die Gelegenheit für Luca jetzt mal gegen die Wand zu laufen, wenn er einen einreißen will, weil der Klügere gibt nach. Dann lasse ich mir die komplette Zeit, die es gibt, ohne jetzt irgendwie zu meinen, boah, ich weiß es direkt. Nummer 20. Und gleichzeitig das schwerste Tier in diesem Rätsel. Ein Orangenfisch? Blutfisch? Das ist eine Orange. Ein Orangenfisch? Orangefisch? Ich verstehe. Ich verstehe es wirklich nicht. Bist du drauf gekommen? Ich habe keine Ahnung. Das soll eine Mandarine sein? Ja, ich glaube, ich habe mehr als die. Aber ich glaube, ich kenne also Mandarinenfisch kenne ich ehrlich gesagt auch gar nicht. Ist man auch in einer Klausur durchgefallen. Das war ein unfassbar schweres Quiz für mich. Ich fand's sehr gut. Wenn ihr jetzt noch Langeweile habt, hört euch die zweite Folge vom Kottbruder Podcast an mit Paletto und German Let's Play. Danke. Ja. Können wir gerne machen. Aber ich würde sagen, ich muss nachher nochmal nachzählen, aber ich glaube, ich war ein Ticken besser als Paluten. Paluten war diesmal aber auch gar nicht so schlecht. Und Luca, hol dir nochmal ein Buch über die Tierwelt. Also das, was du hier alles reingeballert hast, ne? Das hast du ja selber eingesehen. Obwohl dreimal habe ich auch daneben gelegen, wobei ich mir bei zweimal davon auch hätte an den Kopf fassen können. Den letzten bin ich nicht traurig drüber, dass ich das verkackt habe. Den Fisch kannte ich gar nicht. Aber okay, ich hoffe, euch hat das Video wieder Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Wenn es so war, lasst mir gerne noch eine positive Bewertung da, würde ich mich sehr drüber freuen. Außerdem unterstützt mich fleißig. Lasst noch ein Abo da, würde ich mich sehr drüber freuen. Aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Und guckt euch gerne auch meine Gaming-Videos an. Da baller ich auch manchmal den letzten Bullshit raus und bin etwas verpeilt hier und da. Also, bis dahin, euer Cooper, der Wolf. Au! Bye-bye.